Smythe, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Hiwis sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Vergeigen Sie das nicht. Spedding Ende. Spedding hier. Sie wussten ganz genau, dass das die letzten Kaufinteressenten für Sevastopols Apollo-System waren und Sie haben die Androidenvorführung total vermasselt. Sie haben kein Interesse. Also kann ich meinen Bonus vergessen, Sie Ihren 50-prozentigen Anteil und ich will gar nicht wissen, was es für die Schlipsträger oben bedeutet. Das hat mich angekotzt. Aber wissen Sie, was mich noch mehr ankotzt? Ich darf auf Sevastopol bleiben, um die Androidenstilllegung zu beaufsichtigen und Sie können heimgehen. Hoffentlich haben Sie keine Albträume auf der Rückreise, Sie Idiot. Stromversorgung für Bedarfsandroiden online und bereit für Aktivierung. Nicht so einen Krach, ja?
sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe.
Sie hatten klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Weisen Sie sich aus! Ripley, von der Torrance. Ruhig, Ricardo. Was zur Hölle ist hier los, Marshall? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich habe das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es ihr angeschleppt. Der Captain der Anesidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seeksen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Verfluchte Andro...